Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und diesmal habe ich ein ganz besonderes Set für euch, und zwar vom Hersteller Xiaomi. Und die einen oder anderen werden sich jetzt denken, warte mal, Xiaomi kenne ich ja eher als Handymarke oder vielleicht als Fernsehproduzent. Und wer meine Videos auch mal unten in der Beschreibung mit anschaut, sieht ja auch meine Verlinkung, meine Kamera, was ja ebenfalls ein Xiaomi-Handy ist. Und ein guter Bekannter von uns hat eine China-Reise in letzter Zeit unternommen und hat dann sich eben auch die Klemmbausteinsets dort angeschaut. Und dieses Logo ist doch altbekannt. Und das ist eben das Xiaomi-Logo. Und dieses Set ist tatsächlich ein Klemmbausteinspielzeug von Xiaomi. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier erwartet und ob Xiaomi hier abliefert oder ob sie sich da komplett vergriffen haben. Wie ich es aber jetzt rausrecherchiert habe, sind diese Sets in China sogar relativ bekannt. In Deutschland bekommt man sie halt überhaupt nicht. Ist auch alles für den chinesischen Markt gemacht, sieht man an den Schriftzeichen und so weiter und so fort. Und hätte er es nicht auf seiner Reise mit nach Deutschland mitgebracht, würde man da nicht rankommen. Auf jeden Fall ist dieser Buggy hier, dieser Dünenbuggy, ab 6 plus geeignet laut der Verpackung und hat 490 Teile. Ansonsten sieht man hier viele chinesische Zeichen, die ich leider euch nicht übersetzen kann. Und auf der Rückseite haben wir nochmal den Buggy im Seitenprofil und hier nochmal so ein paar Detailaufnahmen von den Reifen, von dem angedeuteten Motor und der Federung. Da wir uns ja aber, wie gesagt, von der Verpackung eh nicht allzu viel nehmen können, mache ich das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns einfach mal die Teiltüten und die Anleitung zusammen an. Ein erster großer Pluspunkt von mir, man kann das Set zerstörungsfrei öffnen, ihr wisst, ich mag das so. Die Box hat sich von außen schon sehr wertig angefühlt und innen geht es auch so weiter. Wir haben innen nochmal so einen Umkarton, haben hier gleich die große, wirklich große Anleitung. Die ist aus hochwertigem Papier, Glamour gebunden und die Darstellungen gefallen mir soweit eigentlich relativ gut. Vom Hintergrund erinnert es mich an eine Sembo-Anleitung, ansonsten wird hier nichts ausgegraut. Es wird alles in Vollfarbe dargestellt und wo die Teile hingesetzt werden müssen, wird eben durch diese Teile hier dargestellt. Ebenfalls haben sie auch diese schönen 1:1 Abbildungen und insgesamt haben wir 54 Bauschritte in der Anleitung. Der 54. zählt aber nicht als Bauschritt, weil da nur Sticker aufgeklebt werden. Also an reinem Bau haben wir 53 Bauschritte. Ihr seht auch schon an diesen Abbildungen hier, das ist wirklich eine sehr detaillierte Anleitung. Also wenn sie keinen Fehler hat, denke ich, lässt sich danach sehr gut bauen. Wie gesagt, die Darstellungen gefallen mir auch. Dann haben wir hier nochmal die Teileliste. Könnt ihr ja gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und schön finde ich, dass wirklich immer an den Achsen zum Beispiel die Länge dran steht oder eben auch an den Liftarmen die Länge dran steht und auch direkt eine Teilenummer drauf steht. Also ich denke, wenn man da in China wirklich am Markt ist, wo Xiaomi eben diese Sets rausbringt, kommt man dann auch sehr gut an diese Teile, vielleicht auch im Ersatzteilhandel. Ansonsten finden wir hier noch ein Beizettel. Ich kann leider überhaupt nicht sagen, was da steht. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt ihn trotzdem mal gesehen. Wenn natürlich ein Zuschauer hier so ein bisschen was davon übersetzen könnte. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, würde mich sehr interessieren. Und als letztes haben wir natürlich noch drin die Reifen. Zweimal groß und zweimal klein für die Vorderachse. Sind aus einem relativ harten Gummi, aber machen einen hochwertigen Eindruck. Und natürlich haben wir noch die Teiletüten. Insgesamt sind das 6 Teiletüten. Über die Qualität der Teile reden wir aber natürlich erst nach dem Bau. Und dann haben wir hier noch die Sticker, die dann aufgeklebt werden sollen. Ist ein relativ kleiner Stickerbogen. Gibt Schlimmeres. Abgesehen davon ist es auch so eine Mischung aus Spiel- und Displayset, je nachdem wie gut die Funktionen dann sind. Es wäre natürlich schöner, wenn es bedruckt ist, aber die Sticker sind jetzt nicht so lebenswichtig, dass es ohne schlecht aussehen wird. Und da sind wir auch schon am Boden vom Karton angelangt. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen, bin wirklich gespannt, was Xiaomi hier abgeliefert hat. Wir reden dann natürlich noch über die Teilequalität, über die Qualität der Federung und so weiter und so fort. Aber ihr seht gleich entweder das fertige Set oder einen Zwischenbauschritt, je nachdem, ob es was Wichtiges zwischendurch zu sagen gibt. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall, egal wie es weitergeht, viel Spaß mit dieser Review. Und wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 16 und das geht wirklich schnell voran. Wir haben hier vorne schon einen großen Teil der Vorderachse gebaut mit der Lenkung und mit der Federung. Und ich muss sagen, die Anleitung ist wirklich bisher Weltklasse. Sie ist einfach und verständlich und das bekommt auch jeder Technik-Laie hin. Trotzdem ist sie nicht einschläfernd. Also man hat wirklich Spaß damit. Auch die Konstruktion gefällt mir bisher wirklich sehr gut. Wir haben hier eben die Achsen, die sich schön mitverbinden. Dann haben wir die Federn, die Qualität der Federn ist auch wirklich bisher sehr gut. Und wir haben hier schon so eine Lenkung mit Hand-of-God-Steuerungsanschluss gebaut. Und das ist im Endeffekt ein Zahnrad mit 12 Zacken, was dann hier in dieses Teil reingeht und eben die Lenkung vorn verschiebt. Also wirklich eine einfache Konstruktion an und für sich, die aber wirklich miteinander bisher sehr gut funktioniert. Die Lenkung ist sehr smooth und wenn das am Ende mit den Reifen genauso gut ist, dann ist das wirklich top. Auch ist hier alles stabil.
Und die Teilequalität ist an und für sich sehr gut, zumindest von den Liftarmen und von den meisten Achsen. Die einzigen Teile, die wirklich sehr locker sind, sind diese blauen Pins hier. Also die sind nicht das Wahre von der Teilequalität, die sind zu locker. Und auch diese Achsen hier sind sehr locker und nicht das Beste. Da bekommt man zwar keine großen Probleme, weil immer genug Pinne und Achsen verwendet werden, dass es am Ende hält. Da hat Xiaomi scheinbar mitgedacht. Aber wenn man das jetzt auf Dauer bespielen will, würde ich die vielleicht an eurer Stelle ersetzen. Ich meine, diese Pinne hat ja im Endeffekt jeder da. Und sie sind ja hier leider farblich genauso hässlich wie bei Lego. Da müssen sie halt irgendwie immer denselben Fehler mitmachen. Ich verstehe nicht wieso, aber gut, die Firmen werden es wissen. Aber diese Konstruktion der Vorderachse ist natürlich vom Gesamtmodell nur ein ganz kleiner Teil, deshalb baue ich jetzt weiter. Und dann schauen wir mal, ob es genauso positiv mit diesem Xiaomi-Set weitergeht wie bisher. Und fertig ist der Xiaomi Sandbuggy und ich muss sagen, der Bau war wirklich bis hierhin ein Fest. Funktionsmäßig ist hier einfach alles drin. Wir haben eine Vollfederung ordentlich gebaut. Wir haben einen mitlaufenden Motor, der hinten eben wie gesagt mitläuft. Wir haben ein Differential und eine Lenkung mit Hand-of-God-Steuerung. Es ist einfach super. Ich meine, wir haben hier ein Set mit 400 Technikteilen, hat eine gewisse Größe, ist wirklich auch eine schöne Größe meines Erachtens für ein Spielzeug und zum Anfassen. Und ich war mit dem ganzen Set auch mal eine Runde draußen und habe es auch mal im Gelände ein bisschen ausprobiert, weil eine Federung, die Lenkung und ähnliches kann man natürlich im Gelände am besten prüfen, ob man damit viel Spaß hat oder eben nicht. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, der ganze Einsatz im Gelände hat eigentlich das Bild nur so bestätigt, wie ich es auch schon beim Bau hatte, dass die Funktionen wirklich super funktionieren und man mit diesem Set richtig viel Spaß haben kann. Ich habe nur noch einen Punkt. Cool wäre es, wenn dieses Set hier motorisiert wäre. Und dann habe ich ein bisschen geforscht und habe durch die Motorisierung dieses Sets herausgefunden, dass es von Mode King vertrieben über Blue Bricks genau dieses Set gibt mit einem Motor als offizielles Mode King Set. Und dann wollte ich natürlich schauen, was ist denn eher gekommen? Also hat hier Xiaomi dreist kopiert oder hat Mode King dreist kopiert, die ja eigentlich auch mal dafür bekannt sind, Mocs oder ähnliches auch mal ohne Angabe von Gründen und ohne Bezahlung der Mocker zu kopieren. Das hat sich ja erst in letzter Zeit geändert. Und das Mode King Set war eine Neuerscheinung aus dem Jahre 2020. Ich habe jetzt leider nichts mit Bild gefunden, was von Xiaomi belegt, dass dieses Set schon eher existiert hat. Das würde man sicherlich auf dem chinesischen Markt und wenn man die chinesische Schrift beherrscht und die chinesische Sprache eher rausfinden. Ich habe aber einen Blogbeitrag gefunden auf Leppenboard und dort wird eben genau von diesem Xiaomi Desert Sandbuggy schon gesprochen. Da ist leider kein Bild dabei, deshalb weiß ich nicht, ob es dieses Set ist oder ob es von Xiaomi nochmal einen anderen Desert Sandbuggy gab. Aber ich habe selber keinen anderen Desert Sandbuggy von Xiaomi gefunden. Deshalb gehe ich davon aus, dass Mold King hier mal wieder eine dreiste Kopie gebaut hat. Ich weiß nicht, ob es da Absprachen gibt, dass halt Xiaomi auf dem chinesischen Markt arbeitet und Mold King auch mehr auf dem europäischen und ob es da Absprachen gab, habe ich nichts dazu rausgefunden. Ich möchte aber euch da schon mal Bescheid geben, warum ich das Set zeige, weil mir ist es ja leider mal passiert, dass ich einen Panzer gezeigt habe, der eine dreiste Raubkopie war, weil ich es einfach selber in meiner Recherche nicht rausgefunden habe. Seitdem versuche ich da schon wirklich viel, viel besser zu recherchieren und auch aufzupassen, dass eben sowas nicht mehr passiert. Und um hier schon mal da meine Ergebnisse von dieser Recherche mit euch zu teilen, jetzt der lange Exkurs. Weil auf den ersten Blick kann man wirklich sofort denken, dass dieses Set hier von Mold King geklaut ist, was ich selber jetzt nicht bestätigen konnte, aber leider auch nicht zu 100% widerlegen. Ansonsten von der Teilequalität haben wir leider, wie immer bei diesen weißen Sets hier, die verschiedensten Weißtöne. Zum Beispiel sind diese Liftarme ganz anders als diese Verkleidungen hier vom Weißton. Es ist hier nicht so extrem, aber es ist trotzdem auffällig und da geht ein bisschen mehr. Ansonsten sehen die Teile wirklich sehr gut aus. Wir haben hin und wieder mal einen offensichtlichen Angusspunkt, aber das ist ja leider bei den meisten Herstellern so. Und wir haben hier so ein paar Stellen, die schwarz sind, wirklich auf dieser Verkleidung hier am meisten, wo eben solche Anschlag- und Kratzerstellen drauf sind. Ansonsten von der Teilequalität baumäßig heißt, halten die Teile. Es ist ein schönes Baugefühl, hat sich da nichts geändert vom letzten Zwischenschritt. Es ist wirklich ein tolles Baugefühl, kommt Lego sehr, sehr nah. Wir haben nur die Probleme bei diesen blauen Pins, die ich euch schon gezeigt habe, und diesen roten kleinen Achsen, dass sie wirklich teilweise recht locker sitzen. Aber das hier ist ein Technik-Set, das ist wirklich nochmal oft verwunden worden. Damit kann man spielen, da passiert nichts und da fällt nichts ab. Besonders gut gefällt mir wirklich die Hand-of-God-Steuerung, weil die funktioniert sehr smooth, obwohl sie ja auch
wirklich simpel gebaut ist. Hier ist kein riesen Trick dahinter, aber dafür funktioniert sie richtig, richtig gut. Wir haben hier drin auch ein Lenkrad angedeutet und kann das auch drehen. Das kann aber hier vorne nicht lenken, sondern lenkbar ist das Set wirklich nur über die Hand of God. Was dabei sehr positiv auffällt, ist, dass man das Fahrzeug in jeder Richtung verschränken kann und die Lenkung wirklich trotzdem noch super funktioniert. Also wir drücken das wirklich voll ein, Lenkung funktioniert tadellos, sehr schön. Auch vom Verschränken, wie gesagt, haben wir ja hier die verschiedensten Möglichkeiten durch die Federungen und das Ganze, was wir eben unten als Fahrwerk gebaut haben, funktioniert auch wirklich spitze, hat man keine Probleme mit. Dann bauen wir hier ja noch einen mitlaufenden Motor mit 4 Zylindern. Und der läuft wirklich auch sehr schön mit. Ist tatsächlich eine 1 zu 1 Übersetzung und lässt sich auch nicht anders schalten. Das heißt, dass die Zylinder sich immer relativ langsam mit hoch und runter bewegen. Aber das tut dem Set keinen Abbruch. Also ich muss abschließend sagen, das Set ist wirklich, wirklich toll. Und das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, wäre so eine kleine Motorisierung, die hier, denke ich, auch ganz gut einzubauen ist, wenn man da ein bisschen geschickt umbaut. Das ist noch ein Projekt, was man natürlich in Angriff nehmen kann. Da freue ich mich auch sehr drauf und da mache ich das lieber, als von Mold King dann die höchstwahrscheinliche Kopie zu kaufen. Ansonsten haben wir ja noch den Stickerbogen. Ich finde aber, der macht das Set nicht unbedingt schöner. Da gefällt mir ein Weiß, so wie er ist, noch sehr gut. Und wenn halt diese Sponsorensticker dort als Aufkleber drauf sind, tut dem Set keinen großen Abbruch. Ist aber natürlich schade, gerade wenn man es draußen einsetzt und es doch mal vielleicht ein bisschen feucht sein sollte, dann gehen die sicherlich sehr schnell ab. Ansonsten haben wir noch so ein paar Ersatzteilchen. Ist alles nicht die Welt, aber trotzdem schön, wenn es dabei ist. Mein Fazit ist auf jeden Fall, wenn dieses Set nochmal ein bisschen mehr auf dem deutschen Markt aufkommt, dann könnt ihr das gerne kaufen. Habt da keine Vorurteile, weil Xiaomi weiß hier auf jeden Fall, was sie tun. Und die kleinen Qualitätsmängel, die wir hatten, stechen nicht besonders raus. Ansonsten ist die Qualität wirklich Spitzenklasse und der Bau durchdacht. Wenn das Set, sagen wir mal, für 25 € ungefähr auf dem deutschen Markt erhältlich ist, weil es vielleicht doch nochmal ein bisschen nach Europa kommt, dann kauft es auf jeden Fall. Auch für 30 habt ihr noch ein schönes Set, wo wir dann aber schon natürlich über einen etwas höheren Preis reden. Wir reden da ja in Klemmbausteinpreisen und eben nicht in den lackgesoffenen Lego-Preisen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, man kann mit diesen Set einen riesigen Spaß haben. Und dementsprechend gibt es für mich, wenn das Set ein bisschen verbreiteter in Europa ist, auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Da könnt ihr nichts falsch machen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung und eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren und kann der ganzen Community mit weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpassen solltet. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Und ich spiele jetzt noch ein bisschen mit dem kleinen Set hier rum.